An einem Wohnhaus im Buchenweg in Emmern ist es heute Morgen zu einem Brandausbruch gekommen. Zunächst brannte ein Holzschuppen, der direkt an einem Wohnhaus stand. Später schlug das Feuer auch auf das Haus über und der Dachstuhl fing Feuer. Die Bewohner des Hauses konnten das brennende Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine schwangere Frau wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht. Mehr als 180 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort. Die Einsatzkräfte räumen derzeit den Dachstuhl frei und es werden Feuerwachen positioniert, um ein weiteres Ausbrechen zu verhindern. Wodurch das Feuer entstand und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.